Kinder besuchen den Tempel mit ihrer Lehrerin gemeinsam, die ihnen erklärt, welche Rituale es in der buddhistischen Religion gibt, so wie bei uns der Religionsunterricht. Wenn sie alle Glocken abschlagen, erreichen sie einen höheren Weg, eine Art bessere Ausstrahlung für diesen Tag. Im Moment ist es schwierig wegen der Hochwassersituation, aber die Kinder sind glücklich.